Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier heute bei 3,5 Grad. Winter is incoming. Ich muss hier heute noch das Getriebeöl wieder auffüllen. Und wenn wir das gemacht haben, dann wollten wir uns hier noch die Verschiebung von dem Riemen angucken. Der läuft ja nicht mittig. Das nochmal einstellen hier über diese Verschiebung hier. Auf jeden Fall ganz wichtig für die Winterzeit ist dicke Bekleidung. Und ich habe die Tage zu Hause aufgeräumt und habe hier die beiden Overalls wieder gefunden, mit denen ich damals auf meinem Lehrbetrieb immer gemolken habe. Und ja, Zwiebellook, ne? Mehrere Schichten, wird immer wärmer. Und auch für so eine dreckigen Arbeiten kann man das dann gut mal anziehen, ne? Leute, wenn der Overall hier jetzt so in so einem ausgebleichten Rot ist, so rosa-weiß mäßig, dann bist du entweder ein Schweinebauer oder ein Viehhändler. Eins von beiden. Dann holen wir mal das Öl her und knacken hier mal was rein. Ja, die Schläuche sind jetzt wieder dran. Hier steht ja auch schon drauf: Use only synthetisches Getriebeöl ISO VG 220. Beispiele für Schmierstoffe: synthetisches Getriebeöl ISO 220 ENI Blasia SX 220. Und das ist jetzt nämlich auch genau das Öl, was ich gekauft habe. So wie es in der Anleitung steht, kommt da jetzt überall dieses Blasia SX 220 rein. Synthetisches Industriegetriebeöl sieht ein bisschen aus wie Silikon tatsächlich. Und das füllen wir jetzt entsprechend Herstellervorgaben ein. Dazu habe ich hier wieder von Hühnerstorf diesen Trichter aus diesem Trichterset. Das Trichterset habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sind echt gute Teile. In diesen Amazon-Links könnt ihr mal reingucken. Also wer Trichter sucht, die kann ich wirklich nur empfehlen. Sind echt schön. So sieht das aus. Wir haben mal 700 Milliliter abgefüllt. Also die Menge, die dann in eine Seite reinkommt. Das muss jetzt da irgendwie alles durch. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ja, also das wird auf jeden Fall auch wieder eine längere Nummer hier. Ja, Leute, das ist schon wieder eine Klärerei ohne Ende. Ohne Ende. Da geht nichts rein, kannst du vergessen. Du kriegst da nichts durch. Nix, gar nichts. Ich habe gedacht, da ist schon was drin. Nur ist immer noch 700 Milliliter hier in dem Eimer hier. Oh, ich dreh durch, ey, ehrlich. Sieht man das? Das läuft nicht rein. Es läuft nicht rein. Wieso baut man sowas? Ich verstehe es nicht. Das läuft nicht ab. Ich werde jetzt den Schlauch da unten an dem Winkel abbauen und dann da reinkippen oder was. Ich habe keine Ahnung. Ja, Einfüllung und dann Lüftungsschraube. Ein Witz ist das, ehrlich. Also, das ist eine Klärerei, denn spritzt das hier wieder aus dem Ding da raus, weil die Luft nicht raus kann. Und das macht richtig Bock. Bei Öl, wo 20 Liter 300 € kosten, macht sowas richtig Bock, wenn das überall durch die Gegend spritzt. Nur nicht da reingeht. Oh, ja, genau, Alter, genau. Schlauch kriegst du da nicht los. Dann bleibt mir ja nur die Möglichkeit, das alles durch dieses kleine Ding da zu fiedeln. Steht ja auch in der Bedienungsanleitung. Einfüll- und Entlüftungsschraube. Einfüllschraube, ja. Alter, ich sehe mich hier schon mit so einer kleinen Medizinspritze und das Öl da reindrücken oder was? Kann doch nicht angehen. Ja, bei diesen seitlichen Getrieben muss ich mir erstmal Inspiration holen, wie man das machen könnte. Aber wir können ja das Hauptgetriebe schon mal auffüllen. Und da benutze ich dann diesen Trichter. Ich hoffe mal, dass es damit geht, weil wir denn ja jetzt hier rein müssen. So irgendwie. Ja. Das wird ja auch hier eine sportliche Nummer, dass da was reinkommt, du.
Das ist ja fast kein Gefälle da. Ich habe das Getriebe jetzt halt mal ein bisschen hochgestellt hier, dass wir damit unseren Einfüllwinkel ein bisschen verbessern können. Ja. Ja, das ist jetzt ein halber Liter hier im Trichter und ja, jetzt lassen wir das hier mal langsam reinlaufen. Eine größere Neigung kriege ich nicht hin vom Getriebe. Ich habe das jetzt hier schon mal ganz unterbaut noch. Ich habe das hier noch mal ein bisschen unterbaut, dass ich den Trichter nicht die ganze Zeit festhalten muss. Ich hoffe mal, das hält so. Genau. So, die Nummer haben wir fertig. Trichter raus, Schraube rein und wie gesagt, hier muss ich mir noch mal Gedanken machen, wie man das lösen kann. Und dann würde ich sagen, dann gucken wir uns gleich mal die Geschichte hier an. Schon mal die Werkzeuge rausgeholt, die wir gleich brauchen werden oder von denen ich glaube, dass wir sie brauchen. Einmal wieder mein Stachschrauber, der S&R Knebel, 3/4 Zoll, echt stabiles Ding. Den macht man nicht kaputt, nicht mal eben so. Kostet auch echt nicht viel. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal reingucken. Und ja, auch generell das ganze andere Werkzeug habe ich euch verlinkt. Da wir jetzt hier an diese Schrauben ran müssen zum Spannen und man hier hinten so schlecht rankommt, müssen wir jetzt auch die Wand hier abnehmen. Und dann lösen wir diese Schrauben hier. 1, 2, 3, 4. Und zusätzlich lösen wir hier unten diese beiden Schrauben, die da hinten und die hier. Über diese Einstellspindel wird nämlich die Riemenspannung eingestellt. Und über diese Einstellspindel hier wird dann entsprechend die Neigung vom Rad eingestellt. So, hier bei den beiden Schrauben muss ich jetzt tatsächlich die 1,5 Zoll Nuss benutzen mit dem Adapter, weil ich sonst hier nicht an dem Schwungrad vorbeikomme, weil die 3/4 Zoll Verlängerung zu breit ist. So, wir schauen uns nochmal das Problem an. Diese beiden Riemenscheiben müssen parallel zueinander laufen, dass der Riemen halt entsprechend genau in der Mitte läuft. Dafür haben wir hier diese Leere. Und hier sehen wir, dass die Scheibe hier oben zu weit nach innen geneigt ist. Also die steht so, die steht nicht gerade, sondern die steht so. Die Scheibe steht so reingeneigt. Alter, mein Handschuh sieht auch gut aus. Die Scheibe steht so reingeneigt. Das heißt, diese Spindel muss dieses Stück hier weiter nach oben drücken, dass die Scheibe gerade senkrecht zum Boden läuft. Jetzt müssen wir erstmal diese Kontermutter lösen. Jawohl. Der ist hier auf jeden Fall hochgegangen. Halten wir nochmal unsere Messlatte ran. Jetzt sieht man, das war schon ein bisschen zu doll, weil hier erkennt man das. Man sieht einen Lichtspalt. Das heißt, jetzt steht die Scheibe so nach außen geneigt. Nicht mehr so nach innen und nicht mehr senkrecht, sondern schon so. Wir müssen ein kleines Stück wieder zurückdrehen. So, jetzt liegt der Start nämlich schön satt an beiden Scheiben an. Das heißt, ja, jetzt laufen die beiden Scheiben genau parallel zueinander und der Riemen damit in der Mitte. Riemenspannung nochmal kontrollieren.
Ja, Riemenspannung ist gut. Und das Ganze retour. Ich habe wieder investiert und war vorhin los und habe einen Feuerlöscher gekauft. Ein Feuerlöscher für den Xerion. Der alte, der da dran war, der war ja leer. Ich weiß gar nicht genau, wie das ist, aber ich glaube, mehrspurige Fahrzeuge ab einem bestimmten Gewicht müssen einen Feuerlöscher dabei haben. Deswegen habe ich jetzt mir einen neuen Feuerlöscher gekauft und dann gleichzeitig hier noch so eine Haube dafür. Weil, ihr habt ja gesehen, der Feuerlöscher ist hinten an der Kabine angebaut. Das heißt, der ist Wind und Wetter ausgesetzt. Und dann kann da so eine schöne Haube rüber. Dann ist das abgedeckt, der Feuerlöscher ist geschützt. Ich habe mich da ein bisschen beraten lassen. Dann war nämlich die Frage, was für einen Feuerlöscher nimmt man denn jetzt? Ne, weil der Feuerlöscher, der da dran war, war ein Pulverlöscher. Das hat auch seine Gründe. Und zwar muss der ja frostfrei sein. Das heißt, das Löschmittel darf nicht gefrieren. Und wenn man jetzt ein flüssiges Löschmittel hat, wie zum Beispiel Schaum, der ist nicht frostfrei. Das Ding bei diesen Pulverlöschern ist halt, wenn man die denn einsetzt, dieses Pulver ist extremst aggressiv. Gerade für Elektrikanlagen, wie das an diesem Xerion nun mal der Fall ist, ist Pulver halt einfach tödlich. Das heißt, wenn man da wirklich mal irgendwie ein Glutnest hat oder so und man hält da mit so einem Pulverlöscher rauf, dieses Löschpulver, ich glaube, soweit ich weiß, ist das Salz tatsächlich, ist halt extrem korrodierend und tödlich für jede Elektroanlage. Und deswegen, wollte ich eigentlich ungern wieder einen Pulverlöscher haben. Und dann wurde mir jetzt tatsächlich dieser Feuerlöscher empfohlen. Das ist ein Gloria Fettbrandlöscher. Das ist auch ein Schaumlöscher. Das ist ein Gemisch aus Wasser und Löschschaum. Und der ist tatsächlich bis zu minus 30 Grad einsetzbar. Also das Löschmittel gefriert nicht und ist halt für Elektrik etc. halt ja, besser geeignet als eben dieses Pulver. Und dieser Löschschaum, der bildet halt dann auch, wenn es brennt, einen schönen Löschteppich. Ist ja vor allen Dingen auch, wenn jetzt irgendwie Holz im Wald brennt oder so. Wenn man dann da mal einen Stein trifft und dann fliegt ein Funke und dann gibt es ein Glutnest, dann ist das ja auch gut, wenn man das dann mit Schaum abdecken kann. Ich drehe den jetzt extra so rum, dass der Schlauch hier nach innen zeigt. Weil wenn ich den so rum reinmache, dann steht der Schlauch quasi weiter ab. Und naja, dann bleiben hier Äste und so ein Kram hinterhängen. So sieht die ganze Geschichte jetzt aus. Man erkennt, dass hier ein Feuerlöscher dran ist. Der Feuerlöscher ist ein bisschen vor Dreck und sonst was geschützt. Ich denke doch, das ist eine gute Sache. Manchmal muss man auch Fahne bekennen und deswegen wird jetzt hier ein bisschen dekoriert. Diese Fahne habe ich tatsächlich noch von meiner Zeit bei Amazone als Vorführfahrer. Amazone-Fahne lag bei mir jetzt die ganze Zeit im Schrank und dann kann man die hier auch aufhängen. Und jetzt sieht man mal, was hier für ein Wind drin ist. Ne? Und heute starten wir den nächsten Versuch, irgendwie in diese Seitengetriebe Öl reinzubekommen. Ich habe mir tatsächlich auf Amazon jetzt so eine Ölsaugpumpe bestellt, die fast einen halben Liter. Da kann man einen Schlauch anmachen oder so ein Röhrchen. Die ist allerdings noch nicht da. Und deswegen starten wir heute einen Versuch mit so einer schönen 60 mm Medizinspritze. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mit so einer Spritze überhaupt so dickflüssiges Öl eingezogen und wieder rausgedrückt bekomme. Und deswegen muss ich das Öl am besten irgendwie ein bisschen erwärmen, so auf, keine Ahnung, 30, 40 Grad, dass es zumindest ein bisschen dünnflüssiger ist und da besser reingeht.
So, und damit wir das jetzt einigermaßen warm bekommen, würde ich sagen, Modell russische Standheizung. Der Motor ist warm. Ja, wir brauchen ihn ja noch nicht mal laufen lassen. Ich stelle das jetzt hier irgendwo hin, wo das am besten nicht auskippt. So. Oder kann man das hier irgendwie... Ja, guck mal. So, Haube zu. Und dann, ja, soll das sich da von alleine aufwärmen lassen. Dr. Lukas, bitte in den OP. Wir haben jetzt hier die Einfüllschraube schon losgemacht. Und jetzt würde ich sagen, ziehen wir hier mal aus unserem Reservoir. Ja, steht noch der Eimer, das ist gut. Also Leute, ich muss sagen, ich bin begeistert. Das ging ja mal richtig gut. Was halt auch das Gute ist, die Spritze passt da direkt in das Loch rein. Und sag mal, wenn man jetzt mal eben kurz was anderes machen will oder sich die Hände abwischen will oder so, kann man die da einfach zwischenparken. Nice, nice, nice. Ja. Also, es funktioniert sehr gut. Und dann scheint das ja bestimmt mit so einer halben Liter Spritze noch besser zu gehen. Das ist ja wirklich super. Also, tatsächlich sehr wichtig, das Öl warm zu machen. Und es muss ja gar nicht so krass warm sein. Also ich schätze mal, das Öl hat jetzt vielleicht 20 oder 25 Grad und lässt sich schon sehr gut verarbeiten, die synthetische Getriebeöl. Ja. Es dauert zwar dann wahrscheinlich auch wieder höllenlange, aber das Öl lässt sich sehr gut aufziehen und hier sehr gut reindosieren. Das hätte ich nicht gedacht. Der Ölwechsel ist abgeschlossen. Das frische Öl ist aufgefüllt. Man kann den Füllstand hier erkennen. Gut, die Entlüftungsschrauben sind oben wieder drauf. Jetzt werden wir die Seitenteile wieder aufbauen und dann ist die Fräse bereit für den nächsten Einsatz. Ja, festschrauben tue ich wieder mit meinem Bosch Schlagschrauber mit 3/4 auf 1/2 Zoll Adapter und halt ja, den Proxon Nüssen. Die ganzen Sachen habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr mal reingucken, also wenn ihr die Sachen haben wollt. Der Proxon-Kasten ist tatsächlich für seine Qualität auch echt günstig. Da könnt ihr gerne mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da seht ihr die ganzen Sachen. Ding ist fertig. Werkzeug weg und Abfahrt. Der Trecker geht am Samstag zu David nach Hause. Dann nehme ich euch mit und dann betreiben wir mal wieder ein bisschen Prototypenbau. Moin Leute. Ja, hier heute auf frühen Morgen. Ich musste den Trecker jetzt über Nacht mal bei mir hier privat zu Hause stehen lassen. Und zwar fahren wir jetzt zu David. Ich habe da gestern schon Material hingebracht und dann basteln wir manufakturmäßig am Scheibenrahmen weiter und dann wollen wir die Ventilschütze heute noch machen. Und ich habe auf der RG-Technica was gesehen, was für meine Forstfräse ganz interessant ist und das wollen wir auch nachbauen. So, wir stehen mit dem Träger bei David im Garten. Ich habe hier schon mal die Gummimatten runtergeschmissen, die hatte ich zurechtgeschnitten schon. Ich hatte mir vom Heizungsbauer hier so ein Rohr geholt und zwar wollen wir hier die Ventilschütze draus machen. Hier ein Rohr rüber, so. Und dann hier Schraube durch, Mutter rauf, Deckel rauf aufs Gewinde und dann geht das ab. Moin David, na? Moin Lukas. Hast Bock? Na logisch. Na Strahlend, schönes Wetter dabei. Ist ja nicht kalt oder so. Nee, 2 Grad. Das macht richtig Bock. Dieser Seufzer sagt schon wieder alles aus. Oh, die Pur. Was ein schöner Samstag. Ja. Genau, also Ventildinger machen. Und dann hier wollen wir noch am Scheibenrahmen weitermachen. Genau. Das ist der Plan für heute.
Ja, genau. Genau. Fürs Video, ne? Fürs Video. Ja, wir schneiden jetzt schon mal ein bisschen Material zurecht. Ich habe ja reichlich geholt. Das hier sind jetzt diese Schienen, wo die Gummimatte nachher eingespannt werden soll, so gesehen. Ja, David, was machst du da jetzt? Erzähl jetzt mal. Ich ziehe mir das ein bisschen aus, dann heften wir das an, damit das schön auf der Bohrmaschine beide Teile auf einmal durchbohren kann. Aha. So ist der Plan. 2,5, 10. Wir wollen jetzt hier gleich schon die Löcher reinbohren. 20, 30, 40. Und hier zwischen wird dann ja die Gummimatte dann eingeklemmt. 50. Das heißt aber, die Löcher, die hier reinkommen, die müssen natürlich auch in eine Gummimatte rein. Ja. Das ist ja das kleinste Übel. Ich weiß ja nicht. Wieso? Der Bohrer geht ja durchs Gummi wesentlich leichter als anders, ne? Ja, trotzdem. Wenn er da durch ist, du hast da ein Loch gebohrt, dann ist das Loch trotzdem zu, weil der Gummi dann wieder zurückgeht. Weißt du? Wir müssen so einen heißen Eisendorn nehmen und die reinschmelzen. Kann ja auch machen. Oh nein, das ist kein Messschieber. Wie heißt das Ding? Streichmaß. Streichmaß. Aha. Das wollte ich vielleicht jetzt nicht filmen. Gummikappen, die hier drauf waren, die habe ich schon abgemacht, weil die brauchen wir dann ja nicht mehr. Und ja, so sieht das dann aus. Oh, fertig, ne? Muss doch cool. Ein bisschen mit dem Hammer draufklopfen. Bist du bescheuert? Ist doch geil. Klopfen wir mit dem Hammer da drauf am Ventil. Ich habe so einen schönen 5 Kilo Hammer. Ja, das müssten so 7, ne. 4,5 ist die Oberkante hier. So. 5. Machen wir mal 5 drauf, so mit auf. 5 plus dieses Stück hier von der 6-Kant-Mutter, ne? Oder? Bei 7. Kommen wir denn hier raus? Ja, wäre doch super, ne? Hast hier noch einen kleinen Spalt zwischen. Wollen wir das denn so lange lassen oder wollen wir das noch schmäler drehen? Was? Das hier, die Modder nur halb so hoch. Das ist, die Dicke ist ja egal. Wichtig ist halt nur, dass das Rohr da gut reinpasst. Das heißt, das Rohr muss noch ein bisschen abgedreht werden. Das kriegen wir hin, aber wie gesagt, meine Sorge ist einfach der fette Klotz, der hier mit dran ist. Das ist ja auch eine ganz schöne Unwucht, die sich damit kurbelt, ne? Tja. Ja, nicht? Ich glaube, ich würde das so lassen. Ja, wie du das gerne hättest. Kann man ja hinterher immer noch machen. Ja, ja, ja. Wenn sich die Autofahrer reinweise beschweren, dass ihnen die Dinger in die Windschutzscheiben fliegen, dann kann man das immer noch mal das machen. Das kannst du haben, du. Aber wirklich wäre das. Der Prototyp ist fertig. Auf Länge geschnitten. Pass auf, der ist warm. Genau. Und einmal abgedreht das Ende, ja, noch. Ja, ein bisschen hübscher, ne? Ja. Da nicht so eine hässliche Schufe drin ist. Steck noch mal rein. Passt richtig schön rauf und ja, Kappe rauf und dann kommt hier eine Schraube durch, dann ist das fest. So sieht die Geschichte mit Deckel aus. Ich sagte hier, durch die Rundung hier, ne, ist hier noch ein Spalt, also Dreck kommt da noch rein, aber das ist ja egal. Es geht ja nur darum, dass das Ventil davor geschützt ist, dass das hier abgerissen wird von irgendwelchen Ästen oder so. Ja. Ob da nur Dreck reinkommt oder nicht, das ist ja egal. Da haben wir jetzt hier ein Loch reingebohrt, Gewinde reingeschnitten. Und damit kann das dann festgedreht werden. Wenn das schon auf Anhieb passt, ne, dann macht das immer richtig Spaß. Ne? Ja, auf jeden Fall. Tata! Leute, guckt das euch an. Das ist doch geil, oder? Wie gesagt, hier ist Luft, aber das sollte nicht das Problem sein. Da kann das Wasser ablaufen. Genau, kann das Wasser ablaufen. Was das? Ist doch geil, oder? Sexy, richtig sexy. Das ist sexy. Doch geil. Also muss ich ja sagen, ja, da passiert gar nichts. Sollen wir noch gucken, ob wir noch 3 von den Schrauben da finden. Dann sieht das schön einheitlich aus. Dann sieht das schön gut aus, ja. Also ich bin sehr zufrieden, das ist richtig geil. Ja, aber natürlich, langer Hebel, ne? Wenn du da irgendwie mal einen Ast hast, du. Na gut, bis ich das verziehe und abreiße. Naja, besser als das kleine Schaum. Ich weiß eher, dass die Naht vielleicht weg da. Besser als das andere viele Ventilwasser rausguckt. Ne? Ich werde jetzt hier schon mal das Material zurechtschneiden. Das ist 200x10, 6 Meter Länge. Damit will ich noch einen Schutz
an die Fräse bauen. Ich werde das jetzt hier zurechtschneiden. Löcher, das bohren wir alles schon rein. Aber anbauen werde ich das dann, wenn ich wieder in der Halle bin. Also ihr könnt gespannt sein, wie es dann am Ende aussieht. Ich mache mich jetzt mal ans Flexen. Ich muss 20 so eine Platten zurechtschneiden. So, wir sind jetzt hier gerade dabei, die Flacheisenstücke anzuzeichnen, weil hier soll noch dieses Stück Scheibe rauf. Das ist das, was hier damals von der Scheibe hier hinten übrig geblieben ist. Das kommt dann hier noch rauf, hier zwischen, dass dieser Bereich abgedeckt ist, man aber noch auf die Unterlenker gucken kann. Und hier kommt auch noch ein Flacheisen ran, hier so bis hier nach vorne. Hier soll noch eine Gummimatte rauf, dass dieser Bereich zu ist. Meinst du, ist so, ne? So, weil wir nicht am Zeger und schweißen können, müssen wir jetzt erstmal den Scheibenrahmen wieder abbauen. Jeweils hier unten zwei Schrauben und hier noch eine. Dann wir kommt der. Schon am Zeger und schweißen, du willst das bloß nicht. Nee, lass mal nach. Das, einmal geht das und dann komme ich hier nicht mehr vom Hof. Weil sämtliche Steuergeräte und hast nicht gesehen. 10.000 Euro, Lukas. Ja, ich glaube. Ohne das geht, ohne! 10.000 Euro reichen da wohl nicht. Genau, deswegen einmal abbauen und der muss ja sowieso noch lackiert werden und ja. Alles ausreden. Ja, hätte ich an deiner Stelle jetzt auch gesagt. Du hast nämlich keinen Bock, das abzubauen, ich weiß. Wiegt ja nichts, das Ding. Nee. Ist ja so leicht zu handeln. Hier war gar nichts schöner. Guck mal, wie das hier hingezogen hat. Das Gewinde klemmt nicht. Guck. Das ist ja Maschinenbau der ersten Güteklasse hier. Ja. Manufaktur, sag ich ja mal wieder. Da ist er. Oh, nicht so nah hier, sonst sieht man mal den ganzen, wie hässlich ich eigentlich bin. Echt? Ist das so? Alle, das ist ein Betrieb hier, schraubt der Chef noch selber. Ja. Hier kann man mal sehen, wie schlecht es mir eigentlich geht. Ich muss alles selber machen. Ich habe keine Angestellten, die das machen können. Nee! Alles muss man selber machen. Du machst das aber mit so viel Liebe und Hingabe zum Detail. Ja, auf jeden Fall. Und Arbeitsunfall, 6 Wochen krank. Warum gibt man Schlüssel da nicht mehr ab? Ja, warte. Fucking geknaddelt. Du hast auch die besten Handschuhe an, ne? Man sieht. So schlecht geht mir das. Aufgearbeitet. Ja. Innerhalb von 3 Wochen komplett. Arbeit am Limit hier alles. Ich merke das schon, Also oh. Eigentlich wieder anbauen ist nix. Da ist das Ding. Der Eumel. Der Rahmen. Ja, so sieht der Trecker jetzt wieder ohne Rahmen aus. Irgendwie ein bisschen ungewohnt. Ich meine, eigentlich gehört so, aber komisch. Ich werde jetzt gleich noch mal ein bisschen bohren. Hier meine Platten für die Fräse. Übrigens sind die ganzen Ventilkammen jetzt fertig. Da muss noch mal rote Farbe rüber. Weil eigentlich sind die Rohre verzinkt, aber dadurch, dass wir hier was abgedreht haben, kann es natürlich rosten, ne? Ja, auch hier heften wir jetzt immer 2 von den Platten aufeinander, damit man die dann gleich bohren kann und dann 2 identische Lochbilder hat. So, weil das da draußen scheiße ist, wird jetzt hier im Kellerabgang geschweißt, direkt neben der Gasflasche. Das ist immer gut. Nicht hingucken. Die stell dich schon zur Seite. Hier ist gerade ordentlich geregnet und ich will mich jetzt nach da hinten begeben und die Teile für die Fräse Löcher reinbohren. Das sind 20 Platten, je 3 Löcher. 60 Löcher, die gebohrt werden wollen in 16 mm. 60 Löcher, die gebohrt werden wollen in 16 mm. Ja. Ready Bock.
So, diese Doppelplatten sind jetzt schon im zweiten Gang aufgebohrt und jetzt kommt der finale Bohrgang mit 16 mm ab. Moin moin, am nächsten Tag. Ja, gestern haben wir noch ein bisschen was, ja, Material zurechtgeschnitten. Ich habe über 180 Löcher gebohrt. Ja, wir hatten ja viele Baustellen gleichzeitig. Dann wurde es dunkel. Von da habe ich gestern nicht weiter gefilmt. Ich bin jetzt gerade hier, schwer mit dem Fahrrad, wieder auf dem Weg zu David. Und heute ist Sonntag. Eigentlich müsste ich jetzt gerade das Video für euch schneiden, damit ihr es am Montag bekommt. Ja. Ne? So ist das. Es ist arschkalt. Es sind 1 Grad, 0 Grad. Mir frieren hier die Finger ab. Aber es hilft ja nichts. Heute noch eben ein paar Sachen machen und dann kann ich nicht, nämlich den Scheibenrahmen jetzt lackieren. Heute und morgen oder morgen und übermorgen. Mal gucken. Dann schmeiße ich nämlich auf dem Rückweg, weil der Trecker, den habe ich da stehen gelassen. Auf dem Rückweg schmeiße ich das Fahrrad dann einfach hinten auf Xeron drauf. Ist schon gut, wenn man einen Trecker mit Ladefläche hat, ne? Ja, ich würde sagen, ich fahre hier jetzt noch ein bisschen und dann sehen wir uns gleich bei David. So, Tag 2, wir sind wieder hier, auf dem Sonntag, da hat jemand Bock. Richtig. Richtig, ja. Wir haben diese Profile ja gemacht, hier wird die Gummimatte zwischengeschraubt und hier kommen jetzt so eine Ringösen angeschweißt. An die Ringösen soll eine Kette ran und die Kette soll dann hier irgendwo verbaut werden. Variante 1, hier eine Welle durch, einmal komplett durch und hier außen die Ketten ran, die Ketten hier runterführen und hier durch. Variante 2, diese Platte hier abbauen und Flacheisen anfertigen, die hier rangehen und hier eine Öffnung haben, wo hier ein Schicke rankommt und hier dann die Kette ran. Die sind fest, wa? Ja, ein bisschen, ne? Wieder ein bisschen mehr Bodenfreiheit. Richtig. Gewicht gespart. Naja, ich meine, du siehst ja, bis wohin ich neulich auflag. Bis hier, weil der Trecker weg hinten, ne? Ah ja, genau, Alter. Schön auf den Sonntag hier erstmal. Wenn die Nachbarn gleich wissen, was hier vorne ist, ne? Ja. Hier wird nicht gespielt. So, wir schweißen jetzt hier so eine Flachmaterial aufeinander und zwar kommen dann da Löcher rein und die werden dann hier unter diese Platte geschraubt und hier ist dann der Zugpunkt, wo dann die Kette rankommt, wo diese Schiene rankommt, wo die Gummimatte rankommt. Das ist der klassische Schlackehammer. Hier in so einer Schraubzwinge eingeklemmt in die Bank. Das ist wieder Reparatur auf Macker. Richtig, damit das praxisnah bleibt. Ja, hier jetzt der fertige Scheibenrahmen. Muss jetzt noch von mir lackiert werden. Das Gestell an sich kanntet ihr ja schon. Jetzt haben wir hier nochmal ein Flacheisen dran. Hier kommt noch ein Gummilappen rauf. Und hier ist der zweite Teil von unserer Makrolotscheibe drin. Hier mit Löchern, da kommt ein Splint durch, dass die Scheibe nicht raus kann. Und hier kommt dann auch noch ein Gummilappen hin. Alles hier natürlich noch, ja, versteift. Und hier ist jetzt nochmal so eine schräge Kante, da kann auch nochmal ein Gummilappen hin. Und dann ist der hintere Bereich unter der Kabine komplett dicht, so gesehen. Ja, so sieht das aus hier. Das sind die Dinger hier, die wir gebaut haben. Die David gebaut hat, mit den Ösen dran. Da kommen dann die Ketten ran. Ketten mit Schäkel. Und die gehen dann auf diese Traversen, wo dann die Gummimatte dran kommt. So zumindest der Plan, ne?
So, Freunde, wir sind auf dem Weg wieder nach Hause. Sonntagabend um 19, nee, um 20 Uhr. Wir haben soweit alles fertig, was Schweißen etc. angeht. Ja, jetzt geht es daran für mich, das alles zu malen, zu lackieren. Also, bis morgen. Weil draußen minus 1 Grad sind und Schnee fällt, muss ich den Scheibenrahmen jetzt wohl oder übel drinnen lackieren. Der andere Kram hängt in der Werkstatt. Hier werden wir jetzt erstmal gleich beigehen, das alles zu entfetten. Dazu benutze ich immer Silikonentferner, weil ja, der anders als Bremsenreiniger halt alle Fette und Silikone entfernt. Dann grundiere ich und dazu benutze ich hier Roststopp von Büchner. Damit habe ich auch damals meinen Anhänger lackiert, super Zeug, trocknet auch extrem schnell ab, sodass wir dann hoffentlich heute noch den zweiten Lackgang machen können. Und dazu benutze ich, genau wie beim Anhänger, Erbe Dohl. Hier habe ich jetzt hier Klaas Saatengrün, ne, weil der Rahmen soll ja grün werden. Ich verlinke euch die ganzen Produkte auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr mal reingucken. Da sind auch die ganzen Werkzeuge verlinkt, die ich benutze. Und die sind auch alle bewährt. Also ich bin der Meinung, die Werkzeuge, die ich benutze, sind gut. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also guckt gerne mal unten in die Videobeschreibung. So, wir sind an der Halle. Brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Ist ordentlich kalt. Und jetzt wollen wir mal die Platten anbauen. Das sind hier diese Platten, die ich hier gemacht habe. Diese Schweißpunkte werden wir jetzt auftrennen. Und dann kommen die Platten jeweils vorne und hinten an den Kettenvorhang ran. Habe ich auf der AG Technica gesehen. Flex ist am Gange, um die Schweißpunkte aufzutrennen. Dann habe ich hier M16er Schrauben, M16x80, entsprechende Muttern. Und dann können wir das mit Schlagschrauber dann festknallen. Hier können wir aber das Endergebnis sehen. Ich muss noch mal neue Schrauben besorgen, weil ich nicht mehr genug hatte. Das heißt, die restlichen Platten, die mache ich dann morgen fest. Aber jetzt kriegt man schon mal einen Einblick, wie das aussehen soll.